ging, nee, er ging seinen Interessen nach, sie ihren, und vor ihrer Leidenschaft war nicht mehr viel übrig. Von ihrer Leidenschaft war nicht mehr viel übrig. Auf jeden Fall nicht genug für einen Mord. Mal gucken, erzähl mir mal von dir. Ich bin jetzt irgendwo, okay, kennen wir, okay. Haben wir ein paar weitere Informationen. Reicht nicht für einen Eintrag. Back again! Miau! Ja, okay. Farewell! Ich bin ja so cool. So, haben wir mit der schon gesprochen? Mit der Bedienung? Ein Quelljäger. Ich möchte die Anwendung dunkler Magie melden. Nur Menschen mit verdorbenen Herzen geben solche schlechten Trinkgelder wie dieses Pack hier. Ihr arbeitet also als Bedienung? Ich arbeite jetzt seit fast 10 Jahren in der Königsgrabbe. In dieser Zeit habe ich so ziemlich viele Menschentypen durch diese Türen kommen sehen, denen man sie... In dieser Zeit habe ich so ziemlich jeden Menschentyp durch diese Tür kommen sehen, den man sich vorstellen kann. Vom Tagelöhner bis zum mächtigen Zauberer. Wart ihr an dem Abend hier, als Jack ermordet wurde? Ich glaube, ich bin einer der letzten Menschen, die ihn lebendig gehört haben. Seitdem höre ich diese schrecklichen Schreie immer und immer wieder. Und da wird das Zimmer, in dem alles geschah, noch immer nicht... Da wir das Zimmer in dem noch immer nicht betreten dürfen, werden wir täglich an den Mord erinnert. Und genau das ist die Frage, nicht wahr? Was genau geschah? Wir alle dachten, dass es Esmeralda war, die aufs Zimmer gegangen war und dass der Herzog ihm folgte. Ich räumte auf und schmiss gerade letzten Betrunkenen raus, als eine verhüllte Frau an mir vorbei ins Gasthaus hastete. Ich konnte nicht erkennen, wer es war. Meine verfluchten Augen, aber die Art und Weise, wie sie sich davon machte, ließ mich vermuten, dass sie einen der Gäste besuchte. Die Täter hatten Glück, dass ich in der Küche Flaschen ausspülte und nichts davon mitbekam, als sie die Tat begingen. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich mich hinter dem Tresen versteckt hielt, bis Wilbur durch die Tür kam, aber ich war vor Angst wie gelähmt. Ich bin nochmal weg. Weißt du noch mehr? Ich muss euch auffordern, die Gruppe... Achso, nee, oh. Ich habe ein paar Fragen an euch. Okay, das können wir ja irgendwann auch nochmal machen. Ich kann denen auch sagen, verpiss dich aus meiner Gruppe. Ist ja auch nett. Wir reden jetzt mal noch mit... Haben wir mit Anna auch schon geredet? Ich glaube, hier haben wir Schluss gemacht. Mit Anna und Alistair, genau. Hier haben wir Schluss gemacht. Dann werden wir, glaube ich, mal mit Anna zuerst reden. Ah, was haben wir denn hier? Ein Quelljäger, nicht wahr? Nun, mein Tag ist soeben aufregender geworden. Bleibt kurz stehen. Ich möchte euch genau mustern. Euch, den man Retter von Küsial nennt. Groß wie ein Elf. Stark wie ein Ork. Aber euer Gesicht. Ziemlich klassisch, nicht wahr? Fast schon statuenhaft. Man könnte sagen, glatt und hart. Wie Marmor, aber äußerst fein gemeißelt. Eure Augen glühen förmlich vor Leidenschaft. Vergebt mir, aber ich wage es kaum zu sagen. Kann es denn wirklich sein? Ihr seid genau die Person, nach der ich gesucht habe. Erzählt mir erstmal ein wenig über euch, dann reden wir mal weiter. Ich bin Anna. Das Kronjuwel der Fantastischen Fünf. Mal gucken. Ich habe tausende Kehlen durchschnitten und tausende Brötchen gebacken. Ich kann die Kronjuwelen der Königin von Arata gestohlen und ihr dabei geholfen, die Erleuchtung zu finden. Sollte ich eines Tages sterben, dann werden die Götter den Himmel für meine Sammlung an
Designer-Pantoffeln freiräumen. Ich erhalte eine Vielzahl, versteht ihr? Ich bin gesättigt. Doch leider suche ich noch den einen Begleiter, nach dem mein Herz laut ruft. Aber dann, Quernjäger, seid ihr in diese Taverne gekommen. Und ich bin mir sicher, ihr seid dieser Begleiter. Ihr sucht nach jemandem? Das habe ich. Und das fast ein Leben lang. So scheint es mir. Ihr wisst sicherlich, wovon ich spreche. Als würde ein wichtiger Teil des Lebens fehlen. Als ob eine bestimmte Lehre ausgefüllt werden müsste. Als ob alles mit dem richtigen Körper und dem richtigen Geist verbunden werden müsste, um gemeinsam neue und atemberaubende Möglichkeiten zu entdecken. Ich glaube, ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe. Diesen Körper, diesen Geist in euch. Oh, Quernjäger, kommt! Wenn wir uns vereinen sollen, müssen wir unser Schicksal miteinander verknüpfen. Wir müssen uns in unserem Kampf für immer vereinen. Ihr müsst so bald wie möglich den Fantastischen Fünf beitreten. Gemeinsam als ein Team werden wir das grenzenlose Reich vor uns entdecken und das Schicksal Stück für Stück freilegen. Oh Gott, finden wir jetzt bei der auch Informationen raus über den Mord? Oder nur dann, wenn wir beitreten? Die Fantastische Fünf? Ihr habt schon abgelehnt, euch uns anzuschließen. Aber Liebster, habt ihr nicht... Was können wir... Abgelehnt! Welch Ungemach für unsere beiden Häuser. Jetzt werden wir nie dasselbe Schicksal teilen dürfen. Hinfort jetzt! Oh, ihr makelloses Exemplar. Quält mich nicht weiter. Aber wenn ihr andere kräftige und schlaue Abenteuer trefft, dann zögert nicht, sie zu mir zu schicken. Eine Frau kann nicht für immer trauern, mein Liebster. What the fuck, die ist komisch drauf. Bye. Bye. Die ist total strange. Schau mal, ich kann hier auch... Naja, egal. Okay, Alistair. Ist er jetzt auch bei den Fantastischen Fünf? Das ist die Bedienung, ne? Genau. Ich hoffe, es gibt hier nur eine Bedienung. Weil dann steige ich gar nicht mehr durch, wen ich denn angeredet habe und wen nicht. Alistair. Ich save erstmal. Tut mir leid, ich habe keine signierten Taschentücher mehr. Vielleicht einen Alistair-Schlüsselanhänger? Wie auch immer. Beeilt euch. Ihr seid nicht der einzige Fan meiner Zeit, die meine Zeit beanspruchen möchten. Wie jetzt? Grauer Wächter und so? es tut mir leid, ich kenne euch nicht. Was meint ihr? Ihr kennt mich nicht? Ich kann nicht glauben, dass ihr noch nie etwas vom Alistair den Großen gehört habt. Nun, ich bin ja nur der berühmteste Magier diesseits von Verdistes. Obwohl es nicht schaden könnte, auch die andere Seite zu überprüfen. Nur für den Fall. Vergesst nicht, dass ich das berühmteste Mitglied der Fantastischen Fünf bin. Wie ihr sicherlich wisst, wurden wir von Questspiegel zur einflussreichsten Abenteuergilde gewählt. Und das schon zum dritten Mal in Folge. Questspiegel? Also wirklich? Also, noch einfallsreicher kann man ja gar nicht sein. Questspiegel, das ist aber echt... Naja, okay. Erzählt mir mehr über die Fantastischen Fünf. Euer Interesse geweckt, wie ich sehe. Ich schlage vor, ihr sprecht draußen mit Mendius. Er ist für die Rekrutierung und anderen mühseligen Arbeiten zuständig. Haben wir schon getan, wir wollen nicht. Aber ihr seid gewarnt. Wir akzeptieren nur die Besten und Schlausten. Wenn ich euch so ansehe, bezweifle ich, dass ihr es schaffen werdet. Wir haben schon abgelehnt. Was wisst ihr über die Untoten? Diese fiesen Monster sind meiner nicht würdig, auch wenn ich wahrscheinlich einschreiten werde, wenn keiner der Rekruten Manns genug ist, ein paar Skelette zu erledigen. Ich bin nochmal weg, ne? Bye! Bye. Hallo, Fass. Lass mal ein wenig talken.
Nee. Da will ich mit Novak ein bisschen talken. Ist die Bedienung? Novak? Novak, und wer ist das da? Bürger. Okay. Dann will ich mit Novak talken. Ach, sinnloses Geplapper mit Fremden finde ich ja so spannend. Wie konntet ihr das nur wissen? Bitte unterbrecht mich nicht weiter beim Trinken, wenn ihr so freundlich wärt. Wer seid ihr? Wie eigenartig von euch, mehr von einem einsamen Fremden aus am Tresen erfahren zu wollen. Nun, wer ich bin, geht euch kaum etwas an. Und jeder mit nur ein bisschen Taktgefühl hätte dies schon längst bemerkt. Könnt ihr mir etwas über die Fantastischen Fünf erzählen? Ob ich euch etwas über sie erzählen könnte? Nun, das könnte ich wahrscheinlich schon. Aber warum sollte ich meine Aufmerksamkeit von diesem Glas Whisky abwenden, wenn Mendius da draußen vor Aufregung über die ganze Angelegenheit fast platzt? Ja, ich bin da mal weg, ne? Bye. Dann fragen wir mal den Bürger hier aus. Symbladurix Zart. Ha, ihr seid wie verzaubert, nicht wahr? Ja, mein Befreundungszauber funktioniert immer. Ihr meint, ihr kennt mich nicht? Nun, ihr müsst unter einem sehr großen, sehr schweren Stein leben, denn ich bin der beste Zauberer in ganz Rivellon. Seltsam, ich selbst habe noch nie von euch gehört. Ja, das ist seltsam, sehr seltsam, aber wir leben in einer seltsamen Welt, nicht wahr? Eine seltsame und magische Welt, gefüllt mit Wundern und Regions... Was? Ne, Regionis Regentum. Und wozu sollte das gut sein? Oh, ihr werdet schon sehen. Ja, ihr werdet schon sehen. Wenn ich so gut bin, wie alle sagen, und das bin ich, dann werden euch innerhalb der nächsten Stunden ein paar spitze Liliane Ohren zieren. Ah, wie ich doch eine leckere Aubergine im Sommer liebe. Erzählt mir von dir, obwohl ich das gar nicht wissen würde. Oh, tut mir leid. Ich dachte, ihr wärt ein Zombie. Man kann sich heutzutage niemals zu sicher sein. Wie dieses erzählt mir ein bisschen von dir immer kompletter Fail ist, weil das hat doch gar nichts damit zu tun. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder ob das ein Fehler ist. Erzählt mir etwas über Kysial. Vor all den jüngsten Schwierigkeiten hatte Kysial die größte Wirtschaft im ganzen Rivellon. Wir alle hoffen, dass dieser Wohlstand nicht auf ewig verflogen ist. Was wisst ihr über die Untotenplage? Alter, das Spiel ist aus dem Early Access raus. Die deutsche Sprache ist eingeführt und ihr wollt mir ehrlich sagen, dass dieser Text noch nicht ins Deutsche übersetzt ist? What the fuck, das Spiel wird ja immer merkwürdiger. Na gut, dann switchen wir jetzt aufs Englische um. They came out of nowhere, must have been 2 years ago now. The very heart of winter, I smelled them before I saw them in the night. Torchlight reflected in their eyes like a dozen predators, but there were no wolves. They were our ancestors come to devour their offspring. Was wisst ihr über die Fantastischen Fünf? Warum nur? Sie sind die geachtesten Helden Kysials und sie sind gekommen, um uns bei der Bekämpfung der Untotenplage zu helfen. Ich hoffe, ich kann sie noch treffen, bevor sie von hier verschwinden. Vielleicht kann ich ja sogar Alistair um ein Autogramm bitten. Erzählt mir etwas über die Legion. Viele Jugendliche spielen mit dem Gedanken, sich der Legion anzuschließen. Sie bieten sicherlich mehr Sicherheit und Abenteuer